Hier in diesem Video zeige ich euch das Sony Xperia S. Es ist ein Smartphone mit 4,3 Zoll HD Display, HD, weil es 1280x720 Pixel auf die Größe hat. Auf dem Gerät ist Android und dieses Gerät lässt sich auch auf Android 4 upgraden. Ein 1,5 GHz Dual-Core Prozessor ist drin und eine integrierte 12-Megapixel-Kamera mit Autofokus. Mitgeliefert werden natürlich Ladegerät, Kopfhörer bzw. Headset. Darunter versteckt sich das USB-Übertragungskabel bzw. Ladekabel. Und hier drin finden wir außer den Handbüchern auch zwei NFC-Smart-Tags. Hier oben über den Einschaltknopf entsperren wir das Display. Dazu ziehen wir dann noch diesen Schieber hier nach rechts rüber. Hier haben wir die Hauptansicht. Hier mal eine kleine Demonstration der Displayschärfe. Also wirklich sehr, sehr scharfes Display. Der Hintergrund ist, ja, bewegt sich. Macht auch einen coolen Eindruck. So. Hier seht ihr unten drei Punkte, das sind die Sensoren für die Home-Taste, die Optionstaste und die Zurücktaste. Diese muss man ein wenig gedrückt halten, damit die gut reagieren. Alternativ wird die Home-Taste ja auch dann eingeblendet, wenn man zum Beispiel hier in dem App-Menü ist. Hier seht ihr eine Übersicht aller Apps, die auf dem Gerät sind. Das ist von Werk aus eine ganze Menge und eigentlich alles, was man so braucht auf einem Smartphone. Hier rechts unten haben wir die Telefon-App. Da erscheint sofort der Ziffernblock, mit dem wir dann einfach eine Nummer wählen können und über die grüne Taste wählen können. Hier links gibt es dann noch Kontakte. Ja, zunächst sind keine Kontakte auf dem Gerät, aber verschiedene Importierungsmöglichkeiten werden angeboten. Hier könnt ihr euch Favoriten auswählen. So, also wie gesagt, wer von Anfang an nicht so ganz auf die drei Tasten hier klarkommt, einfach den Finger wirklich komplett drauflegen, drüber halten und ja, mit leichtem Druck mal draufdrücken. Dann geht es eigentlich ganz gut. Gehen wir mal in Einstellungen und drahtlose Netzwerke, damit wir hier das WLAN aktivieren können und es auch einrichten können für die Internetanwendungen. Hier seht ihr dann eure empfangenen Router und hier müsst ihr dann natürlich die Verschlüsselung eingeben. Dann drücken wir auf Verbinden und der Router verbindet sich, beziehungsweise das Smartphone verbindet sich mit unserem WLAN-Router. Zurück über den Home-Button können wir jetzt Internet-Anwendungen ausprobieren, wie zum Beispiel hier oben diese Google-Leiste. Das ist die ganz normale Google-Suche. Und schon bei der Eingabe werden hier unten Ergebnisse angezeigt. Wenn man dann auf eins der Ergebnisse draufdrückt, landet man sofort im Browser und bei Google. Und jetzt haben wir einfach auf das Ergebnis draufgedrückt und kommen auf die Internetseite. Diese ist schnell geladen, das hängt natürlich dann vom jeweiligen Internetanschluss ab. Oben sehen wir, dass auch Flash wunderbar funktioniert. Auf dem großen Display und bei der Schärfe natürlich sehr angenehm im Internet zu surfen. Natürlich muss man nicht jede Seite über Google aufrufen, sondern hat auch hier diese Browser-App, über die man dann in derselben Anwendung landet. Über die Optionstaste könnt ihr hier ein neues Tab bzw. Fenster öffnen mit einer anderen Internetseite und hier über Fenster wieder zwischen den Seiten hin und her switchen. Um zum Beispiel SMS zu schreiben, könnt ihr hier einfach auf Messaging gehen. Rechts oben erstellt man dann quasi eine neue Nachricht bzw. SMS. Hier unten hat man dann
das ja, Nachrichtenfeld. Hier gebt ihr dann die SMS-Nachricht ein. Oben rechts müsst ihr dann noch einen Empfänger hinzufügen und dann einfach hier rechts mit dem kleinen Plus die SMS abschicken. Als nächstes schauen wir uns die Kamera mal an. Die kann man einmal hier über die App starten, aber auch über den Auslöser an dem Gerät selbst hier. Darüber lösen wir dann natürlich auch aus. Man hält gedrückt und drückt dann nochmal ein Stück durch, um das Foto zu erstellen. Das Foto ist jetzt in den Alben verschwunden. Das kann man hier über diese kleine Icon aufrufen. Hier sehen wir das Bild. Gute Qualität, hohe Auflösung. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist eine gute Kamera für unterwegs auf jeden Fall. Über die Optionstaste kann man dann entweder eine Diashow abspielen oder das Bild als Hintergrund festlegen oder was auch immer. Wie gesagt, über den Auslöser kann man auch auf die Kamera zugreifen. Und wenn man hier oben den Regler runterschiebt, dann ist er im Videomodus und jetzt können wir Videos in Full HD aufnehmen. Hier haben wir dann noch verschiedene andere Apps. Kalender darf natürlich nicht fehlen. Hier sieht man jetzt die einzelnen Tage. Darunter in dem Bereich würde man dann die Aufgaben und Termine sehen. Hier hat man dann Wochen- und Tagesansicht. Da wollen wir natürlich auch mal auf YouTube schauen, wie es so ist, mit dem Handy sich mal ein Video anzuschauen. Hier gehen wir rechts oben auf die Suche und können hier einfach einen Suchbegriff eingeben, mit YouTube durchsucht natürlich. Und hier haben wir dann verschiedene Trailer in der Liste und wählen davon einfach mal jetzt diesen aus. Im Querformat wird automatisch auf Vollbild gestreckt. Und hier sehen wir jetzt eine HD-Aufnahme auf diesem Display. So, zum Schluss schauen wir nochmal von außen drauf. Hier haben wir hinter dieser kleinen Kappe den USB-Anschluss. Genau auf der anderen Seite, hinter einer ähnlichen Kappe, haben wir den HDMI-Anschluss. Insgesamt finde ich das Design sehr gut gelungen. Auch die Idee mit diesem kleinen transparenten Streifen da unter den einzelnen Buttons. Zum Schluss hier noch eine Kleinigkeit. Hier könnte man über dieses Widget die verschiedenen Antennen und so weiter ein- und ausschalten, was dann zum Beispiel Strom sparen würde. Das war der kleine Einblick in das Sony Xperia S. Sehr gelungenes Gerät.